wir im Sport trainieren? Welche Rolle spielen unsere Sinne für die Leistungsfähigkeit im Sport? Und wie können sie trainiert werden, um Verletzungen und Sportschäden vorzubeugen? Auf diese Fragen wird Frau Müri uns antworten geben. So, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Das ist mein erster Vortrag, den ich überhaupt halte. Ich bin ganz gespannt, ob ich Ihren Erwartungen entsprechen darf. Ich sage jetzt ab jetzt einfach mal du. Ich komme aus dem hohen Norden Deutschlands und da sagt man nun mal du, auch im Sportbereich. Und da ich Trainerin bin, sage ich jetzt einfach du, das ist kürzer und irgendwie persönlicher. Und da ich jetzt hier auch schon drei Vorträge gehört habe und eine Mittagspause mitgemacht habe, bin ich auch so ein bisschen schläfrig schon fast und möchte, dass wir alle mal eben eine kurze Aktivierungsübung machen, damit ihr mir nicht wegschlaft und damit ihr auch zuhören könnt und einfach mal ein bisschen wieder aktiv werdet. Wir haben da ja jetzt gerade eine Pause gehabt, aber das heißt noch nicht, dass wir aktiviert sind im sensomotorischen Sinne. Also bitte ich alle mal kurz aufzustehen. Genau. So, und wir fangen einfach mal an im Gesicht. Wir fangen an, einfach mal hier so ein bisschen zu reiben. Den Hals zu reiben. Uns auf die Brust zu klopfen. Auf den Nacken zu klopfen. Einfach mal die Ohren reiben. Die Ohrläppchen. Dann möchte ich, dass wir uns die Arme mal ordentlich reiben, den anderen Arm, uns den Bauch reiben, das Mittagessen wegreiben, dann den Hintern reiben, den Oberschenkel, den anderen Oberschenkel, dann mal die Waden gucken. Genau, dann nehmen wir mal den unteren Extremitätenbereich, also das Fußgelenk und kreisen das mal rechts rum, kreisen links rum, heben das Knie an und kreisen rechts rum, kreisen links rum, genau, und machen nochmal größere Kreise in der Hüfte, rechts rum gekreist, links rum gekreist. Genau, anderer Fuß, anderes Bein, genau, kreisen, links rum, rechts rum, dann mal im Kniegelenk, rechts rum gekreist, links rum gekreist und nochmal große Kreise. Da haben wir schon den ersten Unfall, genau, und in die andere Richtung. Genau, kurz nochmal auf den Zehenspitzen alles auslockern. Cool. Jetzt dürft ihr euch wieder hinsetzen. Jetzt geht's los. Also nochmal herzlich willkommen zu meinem Vortrag heute, zu dem Thema mit dem langen Titel. In diesem Titel stecken drei Begriffe drin, die ich mit euch klären möchte, die wir im Laufe der Präsentation erklären und ergründen wollen. Ich habe Karten dabei, damit ich auch nichts vergesse. Nicht wundern. Also, Agenda. Das ist meine Agenda. Ich habe 7 Punkte. Ich möchte mich selber kurz vorstellen. Wurde gerade schon gemacht, aber ich möchte es trotzdem noch einmal machen. Und die Begriffe klären. Ich möchte klären, warum entstehen eigentlich Verletzungen? Wie geht man mit ihnen um und warum sollte man dann sensomotorisches Training machen? Eine kleine Mini-Studie aus dem Jugendfußball habe ich gefunden. Dann die Phasen der Trainierbarkeit, also in welchen Phasen des Alters trainiert man denn eigentlich was? Trainingsbeispiele habe ich einige mitgebracht, 2 Übungen machen wir alle nochmal kurz. Und dann, wie kann ich eigentlich sensomotorisches und Stabilisationstraining in das eigene Training integrieren, in das Teamtraining und noch ein paar Inspirationen.
Punkt 1 von 7. Meine Kollegen haben mir gesagt, ich soll sagen 1 von 7, damit man das auch versteht, warum dann eine 1 davor steht. Zu meiner Person, wie gesagt, ich komme aus Norddeutschland, wohne seit etwas mehr als 6,5 Jahren im Saarland und bin studierte Diplomkauffrau der Betriebswirtschaftslehre. Ich bin leidenschaftliche Ballsportlerin, ich mache jeden Ballsport gerne und habe aber selbst Handball und Fußball dann intensiver gespielt und habe aber auch geturnt, Leichtathletik gemacht, eben Volleyball, Basketball, alles Mögliche ausprobiert, geschwommen bin ich auch mal. Dann Athletiktrainer-Tätigkeiten. 2006 fing es an, ganz leicht, bevor ich dann 2010 stärker eingestiegen bin. 2006 war die WM in Deutschland und da hat doch der Jürgen Klinsmann uns so ein tolles funktionelles Trainingsprogramm mitgebracht aus den USA. Davon war ich sofort begeistert und habe das für mich adaptiert und bin dann losgegangen auf die Männer und habe dann gesagt, ich will die Jungs trainieren und habe das ausprobiert und das hat super funktioniert bis heute und habe ein paar Trainerausbildungen gemacht und im Moment bin ich dabei, die Fitness-A-Lizenz zu machen mit dem Schwerpunkt Präventionscoach. Ja, im Fußballbereich bin ich seit jeher unterwegs und habe ein paar Vereine, das ist eine Auswahl der Vereine, die ich trainiert habe, mal aufgeschrieben. Ich bin nur im männlichen Bereich unterwegs gewesen und im semiprofessionellen Bereich, Regionalliga, Bundesliga, Junioren unterwegs und in diesem Sommer ist dann auch eine Handball-Frauenmannschaft dazugekommen, die ich in der Vorbereitung begleiten durfte. Dann betreibe ich eine Homepage, wo ich interessante Trainingseinheiten mal zeige zum Thema Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Koordination und Ausdauer. Ich zeige sensomotorisches Training, präventives Training oder auch interessante Artikel, die für jeden irgendwie etwas bieten oder interessant sein könnten. Außerdem habe ich einen YouTube-Channel, deswegen nehme ich das Ganze auch auf, damit ich das da präsentieren kann, dass sich das jeder nochmal danach angucken kann. Ja, dann kommen wir zum Punkt 2 von 7, Begriffserklärung. Wir klären diese Begriffe, die ja auch schon im Titel des Themas standen, also Prävention, was ist das eigentlich, welche Sinne hat denn nun der Mensch oder was ist überhaupt ein Sinn? Dann Sensomotorik, Propriozeption und Stabilisation. Als der Auftrag zu mir kam, im Grunde per E-Mail, und ich aufgesucht wurde und gefragt wurde, ob ich etwas zu diesem Thema sagen möchte, da war mir das noch gar nicht. Also ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Auftrag bekommen habe, aber ich war zu dem Zeitpunkt, wusste ich noch nicht, was das für ein Riesenthema ist, Sensomotorik, weil da kann man sehr viel drunter verstehen und ich versuche das in dem Vortrag so einfach wie möglich zu gestalten, auch eng zu halten. Prävention. Hier habe ich einen tollen Satz gefunden vom Bundesgesundheitsministerium Deutschland. Prävention ist im Gesundheitswesen ein Oberbegriff für zielgerichtete Maßnahmen und Aktivitäten, um Krankheiten oder gesundheitliche Schädigungen zu vermeiden, das Risiko der Erkrankungen zu verringern oder ihr Auftreten zu verzögern. Ein super Satz. Und für mich gehören zu den Maßnahmen und Aktivitäten dazu eine gute, gesunde Ernährung, das haben wir heute ja schon gehört, dann ausreichend guter Schlaf, gehört für mich genauso dazu, und auch Entspannung. Entspannung gehört dazu, zum Beispiel habe ich jetzt in der Wintervorbereitung bei Eintracht Trier mit den Männern Traumreisen gemacht. Das heißt, Traumreise, 20 Minuten hinlegen und Mutti liest eine Geschichte vor und so habe ich das dann auch gemacht. Die Jungs haben nach einer anstrengenden Woche, wir haben 5-mal Training gehabt und haben dann am Freitagabend dann zusammen in dem
in unserem Fitnessraum gelegen und alle haben sich auf Matten ausgebreitet, Kopfkissen, Decke drüber. Und dann habe ich eine Geschichte vorgelesen mit so ein bisschen Hintergrundmusik und es wurde super angenommen. Und ja, die höchste Form der Entspannung ist ja der Schlaf. Und als dann die ersten Jungs anfingen zu schnarchen, da war mir dann klar, dass es irgendwie doch Wirkung gezeigt hat und auch angekommen ist. Dann gehört für mich dazu Pflege. Also nicht nur Fußpflege und Massagen, es gehören für mich auch regelmäßige Checks beim Arzt dazu. Wenn ich 5-mal die Woche intensiv trainiere, dann gehört da für mich dazu, dass man sich auch mal kardiologisch checken lässt. Ich habe einen Spieler mal leider auf dem Platz verloren, der war erkältet gewesen und eventuell ist er daran gestorben, man weiß es nicht so genau. Aber das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt da. Dann gibt es die Möglichkeit, so haben wir das bei Eintracht hier gemacht, wir haben kein Fitnessstudio unbedingt gehabt, selber gehabt. Und es gibt in Deutschland den Paragraphen 20, den man sich zu eigen machen kann und 2-mal im Jahr für jeweils 8 Wochen so ein präventives Trainingsprogramm im Fitnessstudio machen kann, unter Anleitung dann von Fitnesstrainern, die eben nach Paragraph 20 trainieren dürfen oder den Kurs geben dürfen. Und da kann man dann mal mit Jugendlichen, wir sind dann ab unserer U15 dorthin gegangen und haben eben in der Wintervorbereitung zum Beispiel dieses Angebot in Anspruch genommen. Also ich kann das nur empfehlen, das auch mal zu tun. Ja, dann sind wir auch schon bei dem Begriff Sensomotorik. Und zwar gibt es 2 super spannende Prozesse in unserem Körper. Das haben wir vorhin schon so ein bisschen gehört. Also der eine Prozess ist der sensorisch afferente, der zum Organ hinführende Prozess. Das bedeutet, ich nehme mit meinem Sinnesorgan einen Reiz auf und sende diese Information an das zentrale Nervensystem. Unser zentrales Nervensystem ist das Gehirn und unser Rückenmark. Und dann das zentrale Nervensystem, was für die Integration aller sensiblen Reize zuständig ist, also alle Reize, die von innerhalb des Körpers und von außerhalb zugeführt werden. Und das zentrale Nervensystem koordiniert die motorische Leistung. Heißt, das zentrale Nervensystem bekommt eben diesen Reiz von seinen Sinnesorganen und sendet ihn in Form von Bewegung an das periphere Nervensystem. Diesen Vorgang nennt man motorisch efferent, also vom Organ wegführen. Und das periphere Nervensystem, das sind all unsere Organe, unser Nervengewebe, unsere Muskeln, Sehnen und Bänder. So, und je mehr und je öfter ich nun das zentrale Nervensystem mit unterschiedlichen Reizen bedenke oder ihm unterschiedliche Reize zur Verfügung stelle, desto besser und schneller findet die Kommunikation auch irgendwann mit dem peripheren Nervensystem statt. Also genau das Beispiel, was wir vorhin gesehen haben mit dem Kind. Also wollen wir durch das Training Synapsen bilden. Synapsen, Nervenverbindung oder Verbindung zwischen Nervenenden. Und dafür, genau, erstmal geguckt, was ist überhaupt ein Sinn? Ein Sinn ist die physiologische Wahrnehmung und die Empfindung der Umwelt mit den Sinnesorganen. Welche klassischen 5 Sinnesorgane haben wir denn jetzt? Genau, die Augen, die Ohren, die Nase, die Haut und Schmecken, den Mund. Genau, 5 klassische Sinnesorgane. Es gibt aber auch noch in der modernen Physiologie 4 weitere Sinne, und zwar den Temperatursinn, den Schmerzempfindungssinn, den Gleichgewichtssinn und die Körperempfindung, auf die wir später teilweise auch noch eingehen. Dann möchte ich mal eine kurze Übung machen, und zwar werfe ich jetzt einfach mal
zwei Bälle ins Publikum sozusagen und möchte, dass ihr euch den Ball mal so ein bisschen zuspielt. Es sind zwei unterschiedliche Bälle, der eine leichter, der andere schwerer. Schwerer, leichter. Und einfach mal so zuspielen und mal gucken, wie funktioniert das, was passiert dabei, wenn man sich den Ball zuwirft. Ist der eine leichter, der andere schwerer? Fällt einem das leicht, den Ball zu fangen? Genau, da geht's los. Die kurzen Pässe schwierig, die langen ein bisschen besser. Gefährlich. Genau. Typisches Beispiel. Ich habe gedacht, die Kamera wird mich dafür beschützen. Genau. Dann die Bälle nochmal wieder zurück. Ich kriege da jetzt den zweiten ab. Ich habe euch was getan. Nee. Vielleicht von den Medizinbällen hinterher. So, jetzt stellt euch mal vor, ihr seid, wie wir vorhin im Beispiel gesehen haben, 2 bis 3 Jahre alt. Im Beispiel waren wir 4. Aber jetzt so ein kleiner Stöpsel, der auf dem Trainingsplatz steht oder in der Halle oder im Garten und Mutter oder Vater wirft den Ball zu, so wie ich jetzt eben. Wie sieht das da aus und wie sieht das jetzt gerade aus? Wo ist da der Unterschied? Eventuell sah das so aus. Genau, dieses Video habe ich auf YouTube gefunden mit dem Titel Dummes Kind kann Ball nicht fangen. Ist das Kind dumm? Nein, es ist ein Kind. Genau, es ist ein Kind. Das ist noch nicht oft genug geübt. Aber was genau ist denn hier passiert? Hier ist Folgendes passiert, und zwar die Geschwindigkeit und der Ball, die Entfernung des Balls kann von dem kleinen Kind noch nicht richtig eingeschätzt werden. Das heißt, das Sinnesorgan Auge kann die Entfernung und die Geschwindigkeit des Balls noch nicht richtig einschätzen. Ja, welche klassischen Sinne betrachten wir im Sport? Es sind 3 Stück. Die Augen, die Ohren und den Tastsinn, die Haut. Beziehungsweise nicht unbedingt die Haut, aber unser Gefühl, was wir so haben. Und hier habe ich ein Beispiel aus einem Training, was ich gerne mache, und zwar mit Augenklappe, wo ich die Augen trainiere, und zwar im Dribbling, Passspiel, bei Zuwürfen, einfach mal mit einer Augenklappe, um das periphere Sehen zu schulen, um das nicht dominante Auge zu schulen. Wir haben ja ein dominantes Auge, das wird dann zugemacht. Das nicht dominante ist dann offen. Die Augenmuskulatur und den Sehnerv. Damit sich das Kind oder auch der Erwachsene, ich habe das auch schon mit Erwachsenen gemacht, damit die einfach lernen, nicht mit dem Kopf nach unten und hin und her zu gucken, sondern das Auge zu bewegen. Und wir sehen jetzt hier, wie stark er noch nach unten gucken muss. Der Partner spielt ihm den Ball zu, er spielt ihn zurück und er muss immer noch sehr stark den Kopf bewegen. Jetzt ist er natürlich eingeschränkt, weil er eine Augenklappe hat, aber trotzdem, normal müsste es irgendwann so weit kommen, dass man nur noch das Auge bewegt. Peripheres Sehen könnte man jetzt auch noch so trainieren, dass er eben seitlich steht zum Passgeber und dass man dann aus dem Augenwinkel heraus den Ball erkennt. Dann der Gehörsinn, den trainiere ich oft so, auch bei Torhütern, dass der Partner dann mit dem Rücken zum Passgeber steht und er einfach sich auf sein Gehör verlassen muss und dann irgendwann merkt, wenn er angespielt wird. Man hört es ja. Man muss sich nur mal auf seine Sinne wieder verlassen und auch ein bisschen sich was zutrauen. Zum Tastsinn. Für mich gehört das dazu. Erstmal der Kontakt im Zweikampf. Im Spielsport jetzt nicht, ja, könnte man auch sagen, hat man öfter. Aber in den Kontaktsportarten natürlich noch viel mehr.
Ballgefühl, Dribbling, Prellen, Werfen, Pritschen, Baggern, Schlägerhaltung, das gehört für mich alles dazu. Und je geübter ich bin, desto besser funktioniert das auch. Dann betrachten wir weitere physiologische Sinne, den Gleichgewichtssinn, Schmerzempfindungssinn und die Tiefensensibilität. Der Gleichgewichtssinn besteht aus 4 Einzelsinnen. Einmal der Tastsinn, die Tiefensensibilität, die vestibuläre Wahrnehmung, die sich im Gleichgewichtsorgan Innerohr und Kleinhirn befindet, und die visuelle Wahrnehmung. Also gar nicht so einfach mit dem Gleichgewichtssinn. Es ist nicht nur einfach irgendein Sinn, sondern wieder 4 Einzelsinne, die man da trainieren kann. Das kann ungefähr so aussehen, indem man einen Einbeinstand macht, Arme ausbreitet und dann die Augen schließt. Es gibt den statischen und dynamischen Gleichgewichtssinn, also bedeutet statisch einfach stehend auf einem Bein und dynamisch dann im Laufen oder im Springen den Gleichgewichtssinn halten. Genau. Dann gibt es den Schmerzempfindungssinn. Der beginnt in den Sinneszellen, Nozizeptoren heißen die. Die befinden sich überall in unserem Körper, aber überwiegend eben in der Haut. Und sie reagieren auf mechanische Reize, auf Hitze, Kälte, scharfe Geschmäcker und solche Geschichten. Und im Normalzustand sind diese Nozizeptoren gar nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen, aber wenn sie denn mal sehr stark gereizt werden, schicken auch sie wieder eine Meldung an das zentrale Nervensystem und sagen, hier, hör zu, ich bin gerade umgeknickt, da unten am Fuß tut's weh und es könnte dieses, jenes, welches sein. Und ich sage, dass jeder Sportler irgendwann, eigentlich jeder Mensch, aber ich mache die Erfahrung immer mehr, dass Menschen, die kaum oder keinen Sport machen, ihren Körper nicht richtig kennen. Und Sportler sollten natürlich irgendwann dazu hinkommen, zu sagen, ich habe eine Zerrung, ich habe einen Muskelfaserriss, das ist ein Muskelkater. Diese einfachen Unterscheidungen, die sollte man irgendwann schon machen können. Ja, in diesem Fall habe ich jetzt mal trainieren lassen, dass die Sportler einfach mal auf ihrem Innen- und Außenfuß so abrollen beim Gehen, einfach um mal eine Umknicksituation darzustellen, damit sich das Gehirn, das zentrale Nervensystem darauf einstellen kann, dass sie auch sehen können, solche Situationen gibt's und da muss man nicht gleich ausflippen und ein Band reißen. Also es wird dann, das lernt es dann. Ja, die Propriozeption. Es gibt ja mehrere Begriffe für diese Tiefensensibilität, Kinästhetik, Eigenwahrnehmung, also Proprio nennt sich Eigen, Rezeption, also Annahme, Empfang. Die Eigenwahrnehmung ist ein Teilbereich der Sensomotorik und diese kleinen Propriozeptoren, die auch wieder in den Muskeln sind, in den Sehnen und in unseren Gelenken, die nehmen auch wieder Körperbewegung und Lage im Raum wahr, also eben so eine Umknicksituation und melden wieder eine Information an das zentrale Nervensystem. Und diese Propriozeptoren, die geben wiederum, das hatte unser Physio am Anfang jetzt im ersten Vortrag auch schon gesagt, Informationen über die Muskellänge, über die Sehnendehnung und Gelenkstellung. Und ja, die kleinen Propriozeptoren, die geben halt, die schützen halt vor Überdehnung. Hier eine Übung, ganz leichte Übung, um die Propriozeptoren auch mal aufzuwecken und mal zu gucken, wie fühle ich mich da eigentlich auf wackeligem Untergrund im Einbeinstand. Es ist ja bei der tiefen Sensibilität geht es ja darum, den eigenen Körper zu spüren, zu verstehen, was passiert da unten, wenn ich im Einbeinstand bin.
Ich muss meinen Körper bewegen können, ich muss ihn an- und entspannen können, die Muskulatur, die Gelenke und so weiter. Und dazu machen wir später vielleicht auch nochmal eine Übung. Nicht vielleicht, sondern wir machen eine. So. Stabilisation, dazu haben wir ja schon sehr viel gehört vorhin. Nur noch eins, also für mich zur Stärkung der Rumpfmuskulatur gehört dazu, alles von den Schultern über das Becken rüber. Das ist für mich der Rumpf. Wir wollen die tiefer liegende gelenkstabilisierende Muskulatur trainieren und die Bänder und Sehnen einfach stärken. Und dazu sage ich, wenn der Rumpf von den Schultern bis zur Hüfte, wenn der fest ist und wenn der stabil ist, dann funktionieren die Arme und Beine viel besser, als wenn ich hier in der Mitte einfach nicht so stabil bin. Genauso wie wir das im Vortrag gehört haben. Ein Beispiel dazu ist die Radnabe. Die Radnabe ist auch fest und stabil und hält dieses Rad zusammen, die Arme, die Speichen. Genauso wie bei uns die Arme und Beine. So, wie geschehen denn häufig Verletzungen? Durch Spannungsverlust, zum Beispiel bei einem Pressschlag oder bei einem Tackling, Konzentrationsabfall, Ermüdung, zum Beispiel bei einem Dribbling oder Tempo-Gegenstoß in der letzten Minute, plötzliche Überlastung durch Richtungswechsel oder Landung, dann nach einem Sprungwurf oder bei einer Körpertäuschung. Und wenn man hier die Zahlen sieht, ohne und mit indirektem Kontakt entstehen die meisten Verletzungen nicht mit direktem Kontakt. So, wie lassen sich jetzt die Verletzungen reduzieren? Durch welches Training? Durch Sport. Durch das sensomotorische und Stabilisationstraining, jawohl. Genau. Denn gute sensomotorische Fähigkeiten bedeuten eine Verbesserung der Stabilisation, der Stabilität. Hier können Verletzungswahrscheinlichkeiten von Sehnen, Bändern und Muskulatur eben minimiert werden. Die inter- und intramuskuläre Koordination funktioniert besser. Die neuromuskuläre Kontrolle, also die Gelenkstabilität in statischen und dynamischen Situationen wird verbessert und natürlich die Tiefensensibilität, also die Gelenkstellung und die Lage im Raum, den Körper einfach besser zu verstehen, zu spüren. Ich sage immer, wenn ich zum ersten Mal zu einer Jungs- oder Männermannschaft dazukomme und dann stehen da so viele große Kerle um mich rum und die stehen dann alle so. Und ich stehe dann da und denke, Jungs, erstmal gerade machen. Und dieses gerade machen, das zu verstehen, ich stehe gerade schon wieder so, wenn ich auch an einer Tastatur sitze, zum Beispiel am Bürotisch und die Tastatur wandert immer so ein bisschen nach vorne und ich fange irgendwann an, einen runden Rücken zu bekommen. Das ist Tiefensensibilität. Sich dem bewusst zu werden, du stehst gerade schon wieder rund oder du machst gerade wieder einen runden Rücken am PC. Also aufmerksam werden, in seinen eigenen Körper hineinhorchen. Und je besser die sensomotorischen Fähigkeiten sind, desto schneller und besser kann ich auch auf unerwartete Bewegungen reagieren. Das hatten wir vorhin schon mit Synapsenbilden durch Training eben. Ja, dann habe ich eine kleine Studie gefunden aus dem Jugendfußball, ganz interessant. Da wurden 38 Nachwuchsfußballer zwischen 16 und 18 Jahren genommen, in zwei Gruppen geteilt, in eine Kontrollgruppe und in eine Interventionsgruppe. Und die Interventionsgruppe hat 9 Monate lang ein sensomotorisches und Stabiltraining gemacht, nur einmal die Woche, 45 Minuten lang. Integrativ heißt zwischen dem normalen Teamtraining nochmal dazu, einmal pro Woche 45 Minuten, 5 Übungen.
Und es ist ja hinreichend belegt, dass sensomotorisches und Stabi-Training eine positive Auswirkung hat auf die Verletzungsprävention. Hier wollte man die Wirksamkeit aber nochmal überprüfen mit ganz einfachen Trainingsmitteln. Also man hat ein Handtuch genommen und einen Fußball und hat dann 5 Übungen gemacht, wie hier zum Beispiel einen Ausfallschritt oder hier beide einbeinig auf dem Handtuch und die spielen sich einen Ball zu. Hier sind sie vielleicht ein bisschen eng zusammen, aber so war die Situation. Und was ist dabei rausgekommen? Dass 92% der ganzen Verletzungen an den unteren Extremitäten stattgefunden haben und nur 8% an anderen Stellen des Körpers. Als verletzt galt jemand, der mindestens eine Trainingseinheit oder ein Spiel gefehlt hat. Und hier sieht man nochmal so schön, dass 81% an den Verletzungen waren an Bändern und an der Muskulatur, also an den Strukturen, wo wir durch sensomotorisches Training eben Verletzungsprävention betreiben können und eventuell Verletzungen auch verhindern können. Ja, das Ergebnis war dann, dass innerhalb der 9 Monate eben 26 Verletzungen waren, 6 Verletzungen bei der Interventionsgruppe und 20 bei der Kontrollgruppe. Also ein deutlicher Unterschied zwischen diesen zwei Gruppen und das nur mit einmal Training die Woche 45 Minuten lang. Ja, in welchem Alter sollte ich jetzt was trainieren? Also nicht erschrecken, auf der nächsten Folie ist viel los. Ich lese auch nicht unbedingt alles vor. Was wichtig ist, ist Vorschulalter bis 7 Jahre, beziehungsweise eigentlich ein ganzes Leben lang. Deswegen ist dieses in der Mitte sensomotorisches Training. Also schon bei den Kleinen anfangen mit Sensomotorik. Wir gucken uns gleich noch ein paar Übungen an. Das kann man auch mit Kindern machen. Das mache ich auch schon mit Kindern. Dann später kommen eben technische Grundelemente dazu, koordinative Aufgaben, der Grundstein hier für motorische Grundeigenschaften gelegt und später dann die Weiterentwicklung dieser motorischen Grundeigenschaften und dann leistungsorientiert trainieren. Also in den frühen Kindesjahren wird der Grundstein gelegt für ganz viele Fertigkeiten. Und ich erlebe, also das ist wirklich erschreckend, aber ich erlebe halt Kinder, die schon mit, ich habe in letzter Zeit mit 10- bis 12-Jährigen trainiert und die dann schon mit verkürzten Hüftbeugern kommen und dann eben so eine Haltung haben. Und die sitzen einfach zu viel. Also die sich gar nicht mehr gerade machen können. Und Kinder bekommen ja heutzutage kaum noch die Möglichkeit zu spielen, zu toben, mal irgendwo auf dem Strohballen drauf zu klettern, mal irgendwie sich auszuprobieren. Dann sagt man immer, nun lass das doch und du machst das kaputt oder du tust dir weh oder du fällst da runter und dann fällt er da halt runter. Aber das muss man den Kindern auch mal zumuten und sie müssen sich selber ausprobieren und sie müssen es selber hinbekommen. Damals war die Erziehung noch nicht so ängstlich wie heutzutage. Und mir hat es auch nicht geschadet, wenn ich ein paar Narben an den Beinen habe, dann ist das eben so. Das ist das Leben. Und erschreckend finde ich auch, dass für uns Erwachsene gibt es neuerdings so Trainingsmethoden, dieses Animal und Nature Movement zum Beispiel oder Outdoor Nation, weil wir selber als Erwachsene eben auch verlernt haben, mutig zu sein, mal rauszugehen, einfach mal wieder was auszuprobieren. Wer hat schon in der letzten Zeit mal einen Handstand gemacht? Genau. Eine oder zwei aus dem ganzen Publikum. Es ist gar nicht mehr so einfach, sich das zuzutrauen, wieder neue Wege zu gehen, mal alte Dinge wieder auszuprobieren, Rad zu schlagen. Wer kann das denn heute noch? Also da würde ich mir wünschen, dass wir alle wieder ein wenig mutiger werden und uns einfach wieder mehr zuzutrauen. Ja, dann kommen wir mal zu
ein paar Trainingsbeispielen zu der Methodik, zu der grundsätzlichen Methodik, dann zu dem methodischen Aufbau und zu der Integration. Die grundsätzliche Methodik ist eigentlich einfach, weil das kennt jeder Trainer, der schon einen Trainerlehrgang mitgemacht hat. Es geht immer vom Leichten zum Schweren, vom Einfachen zum Komplexen. Das kennen wir eigentlich schon. Dieses kann man im Reha-Bereich anwenden, aber auch im Bereich mit Kindern. Also das ist eigentlich, dieses hier ist die Basis. Hiermit startet jeder. Im Reha-Bereich, eben auch im Kinderbereich. Das muss man eben irgendwie können, bevor man eben auf das Next Level geht. Und ich plädiere immer dafür, ganz viel auch barfuß zu trainieren. Ich mache ganz oft Barfußtraining, vor allen Dingen im Sommer. Dann sage ich immer, hier Kids Schuhe ausziehen. Und dann machen wir Koordinationstraining eben auf dem Rasen, auf dem Kunstrasen oder im Sand. Das finde ich auch super, im Sand zu trainieren, aufgrund des unebenen Bodens. Und ja, es stärkt die Muskulatur der Füße, der Bänder. Und ja, die werden einfach gestärkt. Und die empfindlichen Fußflächen, die kriegen eben auch mal nicht motorische Reize, aber so ein paar Hitze, Kälte, sandiger Boden, ein paar Reize, die dem zentralen Nervensystem dann auch mal gut tun, um zu wissen, was mache ich da eigentlich, wie fühlt sich das eigentlich alles an. Ich bin davon überzeugt, dass viele bereits sensomotorisches und Stabi-Training machen, aber vielleicht eher unbewusst und nicht so regelmäßig und auch ohne Fokus. Und ich sage, dass in jedem dieser Bereiche der motorischen Grundeigenschaften sensomotorisches und Stabi-Training möglich ist. Und deswegen appelliere ich an die Trainer, da ein bisschen genauer hinzuschauen, das einzubauen in das eigene Training, um eben den Sportlern präventiv Arbeit zu leisten an den Sportlern und denen auch ein bisschen was mitzugeben. Also nicht einfach irgendwie und irgendwann, sondern regelmäßig und mit Fokus. Ja, dann kommen wir zum motorischen Aufbau. Es ist ein möglicher methodischer Aufbau des Trainingsprogramms. Dieses hier unten ist wieder die Basis. Und zwar findet hier die Tiefensensibilität statt und die Stabilisation. Also dieser Bereich, der muss stimmen, bevor ich in die Next Levels weitergehe, in die nächsten Stufen. Und in diesem hatte ich vorhin schon ganz oft gesagt, Tiefensensibilität, den Körper verstehen. Was kann mein Körper auch alles? Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich Muskelkater an? Wie fühlt sich eine Zerrung an, was ich niemandem wünsche? Aber man muss irgendwann lernen, damit umzugehen und zu gucken, wie kann ich mit dem Schmerz umgehen, kann ich ihn verarbeiten. Dann gucken wir uns mal die Übung an. Tiefensensibilität, Propriozeption mit der Standwaage. Eine Übung, die ganz viel bietet, die Standwaage, weil ich ja hier stabilisieren muss im unteren Gelenk und die Bänder und Muskeln da schon verstehen muss. Ich muss außerdem die Hüfte stabil halten und ich möchte keinen sterbenden Schwan sehen, sondern ich möchte, dass hier eine Körperspannung herrscht auf dem jungen Körper, Bein, hier hinten schon die Spannung auf dem hinteren Oberschenkel, auf den Armen. Und eine Übung, die wirklich super viel bietet. Meine Mutter hat in jungen Jahren auch schon immer zu mir gesagt, du musst in der Standwaage können. Und ich war mal mit einer Fußballmannschaft, die ich trainiert habe, in der Oberliga-Herrenmannschaft, waren wir mal zum Mannschaftsabend feiern und dann haben die Jungs in der Disco dann irgendwann die Standwaage rausgeholt und alle die Standwaage machen können nachts um zwei. Und sowas ist dann cool zu sehen, dass die Jungs es begriffen haben und auch irgendwann drauf haben. Ja, dann eine Übung,
die möchte ich gerne mal mit euch machen kurz. Also ich bitte jeden mal aufzustehen und mal einmal auf, sagen wir mal, das rechte Bein zu nehmen. Wir fangen mit dem rechten Bein an. Einmal die Arme eng am Körper. Rechtes Standbein, linkes Bein vorne hoch. Nicht nach hinten hoch, sondern nach vorne hoch. Einfach mal so ganz gerade dastehen auf einem Bein. Wie fühlt sich das an? Kann man das, könnt ihr das gut? Bewegt sich der Fuß sehr stark oder weniger? Habt ihr einen festen Stand mit dem ganzen Fuß auf dem Boden oder seid ihr eher auf dem Außenriss unterwegs oder mit den Zehen am Ausgleichen? Dann nehmt ihr mal die Hand, die Arme zur Mitte, genau das Gleiche. Wackelt ihr jetzt mehr? Mehr auf dem Außenfuß, mehr auf dem Innenfuß der Stand oder greifen die Zehen in den Boden? Dann mal die Arme nach oben. Wie ist das hier? Ist das Gefühl noch etwas anders? Mal absetzen. Nehmen wir nochmal den anderen Fuß. Jetzt kommt der linke Fuß. Bein hoch, Arme unten am Körper. Geht das einfacher als beim anderen Standbein oder ist es wieder ein bisschen anders? Ich fange jetzt schon ein bisschen an, ein bisschen mehr zu zittern im Fußgelenk. Dann mal zur Mitte. Wie sieht es jetzt aus? Kriegt ihr das noch hin? Wie arbeiten die Bänder und die Muskeln? Arme oben. Was sagt die Tiefensensibilität? Und einmal nach unten. Dann kommen wir zur nächsten Übung, die machen wir auch noch mal kurz. Also rechtes Standbein, linkes Bein hoch, Arme ausbreiten, Kopf auf die rechte Schulter. Einfach mal den Blickwinkel ändern, Gleichgewichtssinn und die Augen. Dann mal zur linken Seite den Kopf. Genau, wie fühlt sich das an? Bein absetzen, das gleiche nochmal eben, einmal mit dem anderen Bein. Kriegt man das mit dem anderen Bein besser hin? Arme ausbreiten. Genau, einmal Kopf auf die linke Seite. Einmal auf die rechte Seite. Genau, dann dürft ihr euch wieder setzen. Gar nicht so einfach, so auf einem Bein zu stehen, wo man meint, das kriegt man noch irgendwie gut hin oder das kann man doch. Aber wenn man sich dann mal bewusst wird, was da eigentlich passiert und auch mal ein bisschen länger steht, dann muss das Fußgelenk doch schon sehr arbeiten. Diese Übung mache ich gerne mit Kindern. Es gibt noch eine Übung, die haben wir am Anfang oder ziemlich zum Anfang gesehen, wo der Sportler auf einem Bein steht und die Augen zumacht. Komischerweise kriegen die Kinder das viel besser hin als wir Erwachsenen. Die können sich irgendwie noch auf sich selbst verlassen. Wir haben es schon ein bisschen verlernt. Und das könnt ihr ja nochmal machen, wenn ihr nach Hause geht. Einfach mal auf einem Bein stellen und die Augen zumachen. Mal gucken, wie lange ihr dann stehen bleibt. Ja, dann zur Stufe 1, zur tiefen Sensibilität, noch ein paar Übungen. Hier zum Beispiel die Handballfrauen von der HG Saarlouis, mit denen habe ich das gemacht, wo die eine Partnerin, die eine hat die Augen zu, die andere Partnerin, die tippt überall am Körper mal an. Die tippt hier auf den Fuß und dann muss die Sportlerin, die die Augen zu hat, das merken, wo wurde sie gerade angetippt und muss dann den Fuß bewegen. Entweder nimmt sie den hoch oder sie wackelt mit den Zehen. Und wenn sie jetzt hier zum Beispiel an den Oberschenkel getippt bekommt, dann soll sie den Oberschenkel anspannen. Also da, wo es geht, Muskulatur anspannen, entspannen. Und da, wo es eben nicht geht, an den Händen zum Beispiel, eben einfach die Finger mal bewegen oder die Zehen bewegen oder den Fuß wippen. Hier mal die Schulter rollen, da, wo sie angetippt wird. Auch eine super Übung für Kinder und im Reha-Bereich. Um tiefen Sensibilität zu trainieren und auch den Kindern bewusst zu machen. Diese Übung kann man auch ganz gut machen oder eine ähnliche mit Tennisball, um hier zu merken, wo sitzt eigentlich der Ball. Entweder mit Tennisball oder mit anderen Bällen
das ist eigentlich egal. Hauptsache, die Sportler machen irgendwie in Partnerarbeit was, machen das zusammen und machen sich dem bewusst, dass sie ja im Rücken einen Ball haben oder zwischen den Hüften und gehen dann mal im Kreis, vorwärts, rückwärts, seitlich, einfach mal, um das Gespür für den Ball, für den Druck, den der Ball ausübt auf den Körper, um das einfach mal zu merken, sich so zu bewegen. Dann die lokale Stabilität gehört auch dazu. Dieses ist ein Seniorensportler, mein Papa, den ich missbraucht habe für ein paar Fotos, wo ich gesagt habe, ich möchte auch, dass da ein älterer Mensch drauf ist, um zu zeigen, dass man auch im hohen Alter eben noch Sport machen kann und auch sehr gut Sport machen kann mit einer super Figur. Unterarmstütz auch wieder für die komplette Rumpfmuskulatur oder einen seitlichen Unterarmstütz für die seitliche Bauchmuskulatur, das haben wir ja vorhin im Vortrag schon sehr gut gehört. Oder einfach mal eine Kniebeuge machen, Arme oben und einfach mal so stehen bleiben. Mal gucken, wie lange der Sportler das dann so aushält. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Stufe, zur statischen Stabilität, wo man die sensorische Aufnahme ein wenig variiert, indem man zum Beispiel auch mal die Augen schließt oder den Untergrund verändert. Und hier mit einer Übung auf einer Matte, auf einer weicheren Matte im Vierfüßlerstand angefangen, dann später ein Bein hoch, einen Arm hoch, den entgegengesetzten und hier auch wieder seitliche taktile Impulse, also hier mal gegenstoßen. Leichte Stoßen natürlich und der Sportler muss dann versuchen, das auszubalancieren und einen stabilen Stand zu finden. Hier eine nächste Übung, die ähnlich ist, auch im Einbeinstand. Sie hat jetzt den Fuß nicht ganz so weit oben, aber im Einbeinstand und sie bekommt auch seitliche taktile Impulse und muss eben diesen Stand behalten. Oder aber auf einem wackeligen Untergrund hier mit einem Kreisel oder mit einem Luftkissen einfach mal eine Kniebeuge halten oder auf einem Bosu Balance Pad oder auch mal im Sand. Da kann man ja anfangen mit den Übungen. Ist auch ein unebener Untergrund, kein wackeliger, aber auch etwas, um die Tiefensensibilität zu wecken. Oder aber ein Einbeinstand und vorne das ABC schreiben. Dann statische Stabilität, aber mit wackeligem Untergrund. Hier ein Gymball, auch ein Unterarmstütz auf dem Gymball. Das kann man natürlich auch dynamisch machen, indem man dann den Ball vor- und zurückrollen lässt. Oder eine Liegestützhaltung auf dem Ball. Wenn man im Fußballbereich unterwegs ist oder im Basketball oder Handball, kann man das genauso machen. Man kann auch zwei Bälle nehmen. Genau, dann die dynamische Stabilität auf unbekanntem Untergrund und in Kombination zwischen Armen und Beinen und vielleicht auch noch ein bisschen den Kopf dazu nehmen. Hier auch wieder auf dem Gymball liegend, aber Arme und Beine abwechselnd hoch und runter. Also wo der eine Arm hier natürlich auf dem Boden festhält, ansonsten kriegt man es nicht so gut hin. Ja, dann hier eine Übung auch wieder auf wackeligem Untergrund für die Bauchmuskulatur, aber auch Gleichgewicht, die Beine anziehen und streckend und aufrechte Körperhaltung dabei bewahrend. Oder aber Füße auf den Gymball nehmen im Liegestütz. Und dann zieht die Sportlerin die Knie immer zum Körper an und streckt sie wieder. Also ganz einfache Übungen im Grunde, die schon sehr viel bewirken. Nicht nur Stabilität hier im Rumpfbereich, auch im Schulterbereich, auch in der Tiefensensibilität natürlich.
hier eine Übung, einen Ausfallschritt mit einem seitlichen Seilzug. Auch Tiefensensibilität zu spüren, wie stark ist denn der Zug, wie stark muss ich gegensteuern. Dabei noch stabil auf, rauf und runter gehen. Hier mit einer Weste, die hat mehrere Ösen an unterschiedlichen Stellen, sodass man die entweder seitlich den Seilzug anbringen kann, unten, weiter oben, an unterschiedlichen Stellen. Genau, oder hier beide Füße auf einem Slide, ein Einbeinstand und dann eben den Slide in alle Himmelsrichtungen bewegen und dabei noch den Stand behalten. Eine ganz interessante, tiefensensible Übung ist auch, auf Zehenspitzen zu gehen. Jetzt ist es natürlich, was ist da schon interessant dran, aber wenn man das mit Kindern macht, dann kann man sich ja immer lustige Sachen überlegen. Ich habe das neulich gerade gemacht und habe gesagt, du bist im Zoo, welche Tiere siehst du auf deinem Weg? Und dann gehen die alle auf Zehenspitzen und überlegen sich, welche Tiere sie sehen. Das ist dann schon interessant zu sehen, wie viel Tiere fallen denen eigentlich ein und wie viel müssen sie sich konzentrieren auf das Zehenspitzengehen. Das ist ganz interessant zu sehen. Und genau das Gleiche dann auf den Fersen gehend und dann sagt man vielleicht mal, ihr seid jetzt im Aquarium, welche Tiere seht ihr denn im Aquarium? Und dann irgendwann werden die Kinder natürlich auch weiter sein, dann fallen ihnen auch mehr Tiere ein, wenn sie sich nicht mehr so auf die Füße konzentrieren müssen. Oder eben das seitliche Gehen, vorhin hatten wir schon so ein Bild. Das sehen wir jetzt gleich nochmal in einem Beispiel bei 10- bis 12-Jährigen. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen die Füße Außenfuß, Innenfuß aufsetzen. Das kann ich mit diesen Schuhen kaum nachmachen. Und dann nach innen umknicken. Dann wieder Außenfuß, Innenfuß abknicken. Das habe ich ihnen gesagt. Ich habe es mehrfach vorgemacht. Die Trainer haben es mehrfach vorgemacht. Und das kommt dabei raus. Und die sind 10 bis 12, ne? Also da fragt man sich, wie schnell kommen die Informationen an die Füße? Also der Befehl, sie nehmen einen Befehl über die Ohren auf, schicken es zum zentralen Nervensystem und das zentrale Nervensystem antwortet mit Bewegung unten. Und hierbei ist einer, der es annähernd so macht, wie ich es gerne hätte. Und das ist der Junge hier hinten. Geht das nochmal los? Ne, jetzt geht es nicht mehr. Schade. So ein Ding. Auf jeden Fall hatte ich auch mal eine Übung gemacht mit den Jungs, wo ich gesagt habe, sie möchten so eine Fußwippe machen. Oben nach unten bewegen. Einfach mal nach oben und unten und dann haben wir das so eine Zeit lang gemacht und dann habe ich gesagt, so und jetzt links, rechts. Und dieses von hoch runter nach links, rechts zu bewegen, war so schwierig bei den Kids. Das hat mich so erstaunt und da habe ich nur gedacht, wieso dauert denn das so lange? Aber weil eben diese unerwartete Bewegung jetzt plötzlich von hoch runter auf links, rechts, war eben unerwartet und sie kannten es vielleicht so nicht oder dass sie jetzt schnell wechseln zwischen verschiedenen Übungen, dass sie es halt nicht sofort hinbekommen haben. Ja, dann kann man das Ganze natürlich auch noch mit Prellen machen, seitlich gehen, auch mal die Füße so seitlich bewegen und ein paar Denksportaufgaben dazu geben, auch beim Ball hochhalten oder beim Prellen einfach mal ein bisschen variieren. Reaktive Stabilität. Das ist die Stufe, die letzte Stufe. Also wenn ich das davor schon super kann und fit bin, dann gehe ich über in die reaktive Stabilität bei Sprüngen, Würfen,
bei Läufen, beim Gewandtheitstraining, sportartspezifischen Dingen. Hier zum Beispiel Counter-Movement-Sprünge, also Sprünge aus einer athletischen Position in die athletische Position, dabei lange Bodenkontakte zu haben, mal bis von 21, 22, 23 zu zählen. Einfach mal abzuwarten, einen stabilen Stand zu haben und aus dieser Position heraus auch die Arme mitzunehmen, hatten wir vorhin auch schon das in dem Vortrag, Arme mitnehmen ist wichtig. Bei diesen plyometrischen Sprüngen, da machen die Spieler ein langes Bein und springen nur mit den Vorfüßen kurze Sprünge. Und eine gute Möglichkeit, um die Leistung der Muskelausdauer zu verbessern, also die Explosivkraft zu verbessern und kurze Bodenkontaktzeiten und einfach schnelle kurze Sprünge zu machen. Dann Boxjumps vom Boden auf den Kasten oder Dropjumps eben auch vom Kasten runter auf den Boden, auch wieder super Trainingsmöglichkeiten, um die Sprungfähigkeit der Athleten zu verbessern und in einen stabilen Stand zu kommen. Genau, das Ganze mit diesen Dropjumps vom Kasten runter kann man natürlich auch noch mit sofortigen Anschlussaktionen machen, entweder mit einem Sprint nach vorne über 5 bis 10 Meter oder aber indem sie eine Vierteldrehung machen müssen, eine sofortige Nachlandung, sofort Vierteldrehung, dann ein Anspiel bekommen, einen Pass oder einen Zuwurf oder aber sie gehen sofort los und machen einen Sprungwurf, kriegen einen Ball angeworfen, Sprungwurf dann ins Tor. Oder aber mit einem seitlichen Seilzug könnte man dann auch noch arbeiten. Ja, und wie kann ich das jetzt in das Training integrieren als Trainer, als Teamtrainer? Ich habe jetzt eine Woche mal mitgebracht aus dem Vorbereitungsplan, aus einem Saisonplan, ein Beispiel eines Aufwärmprogramms, eines Reha-Plans, eines Präventionsprogramms und eines Kraftzirkels. Das ist die Vorbereitungswoche 4 der Handballfrauen gewesen jetzt im Sommer. Also da gab es viel zu tun für die Frauen. Ich fange jedes Training mit einem Lauf-ABC an. Bei mir gibt es kein Training, wo ich nicht mit einem Lauf-ABC starte. Entweder starte ich mit einem Gehirnjogging-Teil von 5 Minuten und gehe dann über ins Lauf-ABC oder aber ich starte mit einem Lauf-ABC, mache danach Koordinationstraining oder Stabi-Training oder hier in diesem Fall, weil es in der Vorbereitung war, ein Crossfit-Training oder ähnliches. Am Ende des Tages oder des Trainingstages machen wir dann noch immer Mobilitätsübungen, heißt ein paar Beweglichkeitsübungen, statische Dehnübungen oder dynamische Dehnübungen. In dieses Lauf-ABC integriere ich alles, was es so an verschiedenen Laufmöglichkeiten gibt. Ich fange an mit Fußgelenksarbeit, also das, was er vorhin auch schon im ersten Vortrag präsentiert hat, von der Ferse auf die Zehen abrollen und dann sofortiger Wechsel von den Zehen auf die Fersen. Also immer, ich mache das immer so, dass ich 10 Meter mache ich das eine, die anderen 10 Meter mache ich es entweder in einer anderen Übung oder rückwärts. Erst vorwärts, dann rückwärts, dann Skippings, dann andere lauftechnische Übungen, vorwärts, seitwärts, rückwärts, dynamische Sprünge und auch dynamische Dehnübungen. Hier die Woche, eine Woche aus der Rückserie der Oberliga-Herren, sieht im Grunde genauso aus. Ich baue das überall mit ein. Sei es, dass es nur 20 Minuten sind, das Aufwärmprogramm, das hat jeder Trainer übrig, damit seine Spieler später dann eben nicht mit einer Zerrung vom Platz gehen oder mit einem umgeknickten Fuß oder sonst wie, weil sie sich nicht ordentlich warm gemacht haben. Also 20 Minuten kann jeder Trainer investieren. Und wenn ich das jeden Tag mache, dann sind wir da schon ein Stück weit vorn.
Und das Gehirnjogging, wie gesagt, das baue ich auch immer ein, weil es ja unser zentrales Nervensystem ist, was wir da wiederum trainieren. Ja, dann hatte der Kollege vorhin auch schon angesprochen, das FIFA 11 Plus, das ist ein super Aufwärmprogramm. Ich hatte so ein traumatisches Erlebnis im Grunde. Ich habe anderthalb Jahre eine U17 trainiert im Regionalliga-Bereich und dachte, die Jungs, die haben ja Ehrgeiz und die müssen irgendwie sich mit ihrem Körper beschäftigen und die wissen auch, wie man sich aufwärmt, und wir haben ja jetzt schon anderthalb Jahre trainiert. Und dann bin ich zum Spiel hingefahren, habe sie selber nicht warm gemacht und sehe, dass sie sich selber warm machen, dass die Trainer die eigentlich alleine lassen, sie machen sich selber warm und sie machen nicht eine Übung aus den anderthalb Jahren, die wir gemacht haben. Und dann war ich so dermaßen enttäuscht und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also habe ich mir überlegt, ich suche jetzt was raus, was es schon gibt, nämlich das FIFA 11 Plus, wo Laufen, Kraft, Plyometrie, Gleichgewicht, also super Übungen dabei sind, die man zum Aufwärmen braucht. Diese Übungen habe ich denen gegeben und habe gesagt, die kennt ihr jetzt alle. Beim nächsten Training übernimmt der und der und der. Und somit habe ich die Verantwortung dann mal an die Spieler übergeben, weil sie ja immer nur zuhören, wenn ich die Übungen ansage. Und das heißt, das Denken setzt total aus. Und ich möchte, dass die Jungs schon früh Verantwortung übernehmen für den eigenen Körper, weil sie sich selbst warm machen sollen, und sie übernehmen auch Verantwortung für die Teamkollegen. Also machen die diese Übungen selbstständig, ich baue das auf und dann sollen die das Aufwärmen übernehmen. Zumindest ein-, zweimal die Woche, den Rest mache ich dann mit meinem Lauf-ABC. Es gibt aber auch das FIFA 11 Plus Kids, was sensomotorische Stabi- und Beweglichkeitsübungen hat, auch super ausgearbeitet, und das gibt es erst seit 2016. Also das kann man sich mal angucken, da sind tolle Übungen dabei, kann man den Kindern geben. Und ich trainiere im Moment einmal im Monat, die laden mich immer wieder ein, 11- bis 12-jährige Kinder, die einen Wahnsinn Spaß daran haben. Ich habe denen das präventive Trainingsprogramm gegeben und die können das schon aus dem FF und sind total begeistert und dankbar für jede neue Aufgabe, die sie da bekommen. Ja, dann ein Einblick in einen Reha-Plan für typische Überlastungsverletzungen, hier jetzt mal im Fußballbereich, Leistenbeschwerden, Schambeinentzündung, Hüftbeschwerden. Haben ja viele Jungs, die auf Kunstrasen trainieren, die sind meistens hier an der Hüftgegend verletzt. Und was, wie wir vorhin wieder gehört haben, nichts an der Stabilisation. Deswegen hier ein Plan über Stabi-Übungen, die der Junge oder das Mädchen oder wer auch immer der Sportler bekommt und ihn zu Hause machen soll. Ich kann das nicht kontrollieren. Im semiprofessionellen Bereich hat man kaum Möglichkeiten, die Kinder noch intensiver zu betreuen. Das ist halt auch ein Problem. Ich sehe das, dass wenn jemand vom Physio zurückkommt, ich bin ja Athletiktrainer, heißt, vorher muss eine Therapie erfolgt sein, das heißt hier im Titel stand Therapie, ich therapiere nicht. Ich bekomme die Spieler, die schmerzfrei sind, hoffentlich. Und vorher ist dann eben die Therapie über Arzt und Physio gelaufen und dann kommen sie ins Athletiktraining und ich mache sie dann fit. Und diesen, im semiprofessionellen Bereich ist es oft so, dass der Trainer dann keine Zeit mehr hat für die Spieler und die Spieler dann irgendwie eine Woche draußen rundherum laufen, nicht wissen, was sie machen sollen, nicht betreut werden, nicht gefragt werden, wie die Lage ist, und nach einer Woche denken sie, sie sind schon wieder fit und bups, sind sie im Teamtraining und dann ist die nächste Verletzung da. Also schwierig. Hier in diesem Fall machen wir einmal die Woche, haben wir dann immer ein dynamisches Training zusammen und den Rest muss der Sportler dann über einen Plan machen. Da muss man sich einmal hinsetzen, den Plan machen. Man muss natürlich dann auch mit dem Sportler sprechen, was kann er schon und was nicht. Es ist auch nicht zu raten, einen Plan zu machen und alle über einen Kamm zu scheren, alle Sportler. Sie sind ja doch sehr individuell unterwegs.
dann habe ich für 1, 2, 3, 4 Mannschaftsbereiche ein Präventionsprogramm geschrieben hier für Eintracht Trier. Die Übungen kommen aus dem Präventionsprogramm der Verwaltungsberufsgenossenschaft. Kennt ihr die? Die Verwaltungsberufsgenossenschaft ist in Deutschland eben eine Berufsgenossenschaft, eine Unfallversicherung, wo alle Bundesliga-Vereine ihre Verletzungen hinmelden müssen, die Statistiken aufbereiten und die auch Präventionsprogramme machen und die auch Tests bereitstellen mit Ergebnissen, sodass viele, also ich kenne einige Bundesliga-Clubs und auch dritte Liga-Clubs, die eben diese Tests benutzen, um ihre Sportler zum Beispiel einen Leistungstest zu unterziehen am Anfang einer Saison. Und da habe ich ein paar Übungen genommen und habe die halt für die verschiedenen Bereiche hier ein bisschen spezieller und ein bisschen mehr Kräftigung und am Anfang eben ein paar andere motorische Dinge, also so ein bisschen so zusammengestrickt, dass das irgendwie altersgemäß zusammenpasst. Das kann man machen für die, um das dann auch mal mitzugeben am Anfang oder bevor die Saison losgeht, dass die Kinder zu Hause schon mal ein Programm abarbeiten können. Dann mache ich immer gerne so DIN A4 Zettel, die ich einlaminiere, und oft heißt es ja dann immer, oh, das Wetter ist schlecht oder ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen können, und dann gehe ich immer in die Kabine. Auch wenn sie noch so muckelig klein ist, alles kein Grund, da eben kein Krafttraining zu machen, weil Krafttraining brauchen die Jungs auf jeden Fall. Die Mädchen sowieso, vor allen Dingen für die Beine, weil wir haben ja auch gehört, dass Frauen und Mädchen sehr oft Kreuzbandrisse bekommen, deswegen Krafttraining wäre da schon gut. Das kann man machen, eben auf dem Sportplatz, in der Halle, überall. Und dann lege ich die immer aus und die Zettel, und dann weiß jeder an den Übungen, was zu machen ist. Ja, ein paar Inspirationen zum letzten Teil. Gehirnjogging habe ich ja vorhin schon mehrfach genannt. Ständig abwechselnde Übungen, verschiedene Übungen gleichzeitig, ohne Abläufe zu automatisieren und das Gehirn ständig neu zu fordern und auf Trab zu halten. Darum geht's. Wir wollen dadurch neue Synapsen bilden, neue Verbindungen zwischen Nervenenden, weil wir gesagt haben, je mehr Verbindungen wir haben, desto höher die Leistungsfähigkeit. Also Gehirnjogging im visuellen Bereich, kognitiv und koordinativ. Und man sagt, dass schätzungsweise 85% der menschlichen Wahrnehmung über die Augen stattfinden. Und deswegen sollte eben das Sinnesorgan Auge optimal ausgebildet werden. Und darauf hat sich zum Beispiel die Marke Life Kinetik spezialisiert. Life Kinetik, das ist eine geschützte Bezeichnung. Die bilden Trainer aus und zertifizieren sie. Und ihr Ziel ist es, die Verbesserung und Harmonisierung der visuellen Wahrnehmung zu erreichen. Koordination der Augenmuskulatur mit Linsensystem, kontinuierliche Augenfolgebewegung. Es gibt einige Übungen. Es gibt auch einen anderen Anbieter im Fußballbereich, der macht auch Dynamic Brain, nennt er sich. Die machen Übungen, so Hüpf-Lauf-Übungen mit Armen noch dazu, und die müssen dann die Augen hoch und runter bewegen, links, rechts, und ohne den Kopf dabei zu bewegen, also nur die Augen. Und Einschätzen von Entfernung und Geschwindigkeiten, das hatten wir vorhin, mit dem Ball hin und her werfen, zu wissen, wie weit ist der Ball noch von mir entfernt, mit welcher Geschwindigkeit kommt dieser Ball auf mich zu, dass man sowas einschätzt, wie schnell kommt der Gegner auf mich zu, um das einfach mit den Augen besser auch abschätzen zu können. Anvisieren und Fixieren von Zielen, peripheres Sehen, dazu habe ich noch ein Beispiel. Und zwar gibt es in Luxemburg ein Sinnesreich, das habe ich entdeckt im Sommer und war da mal. Und da kann man nämlich auch auf einem Bein stehen und Ziele anvisieren. Aber dieses Ziel, das bewegt sich halt.
Und das war auch ganz spannend, da dann eben so stehen zu können und das an zu fixieren. Genau. Dann gab es da auch dieses Gerät, das war so halbrund und man steht davor und muss natürlich versuchen, diese Holzflöcke, die fallen zu unterschiedlichen Zeitpunkten da raus und an unterschiedlicher Stelle. Also wenn das ein zweites Mal gegangen ist, dann konnte man nicht sagen, aha, das fällt jetzt erst da raus und dann da, sondern es war immer unterschiedlich und das war ganz spannend zu sehen, weil ich war da mit einer Familie und es ist interessant zu sehen, wie jeder da so mit umgehen konnte. Manche haben dann immer auf ein Ziel geguckt und ich habe eben versucht, das durch peripheres Sehen irgendwie hinzubekommen. Es war ganz interessant, das mal auszuprobieren, kann ich nur empfehlen. Ja, dann Gehirnjogging, auch in dieser Form, wenn ich so 5 Mädels zusammenstehen lassen habe zum Beispiel, spielen die sich unten einen Ball zu und oben einen Ball und wenn es 5 sind, sind es nachher 4 Bälle oben, einen Ball unten und dabei bekommen die dann noch eine Aufgabe wie zu zählen, 1+3 oder Tiere, Menschennamen zu nennen oder Stadt, Land, Fluss zu spielen oder irgendwie sowas. Also mehrere Dinge auf einmal machen, ohne das zu automatisieren wieder. Und um einfach möglichst viele Reize zu geben. Das mache ich auch sehr gern, in einer Formation etwas zu machen. Und in der Formation, das habe ich jetzt festgestellt, das ist bei Frauen kommt das sehr gut an, weil Frauen gerne immer neue Herausforderungen und Aufgaben lieben. Männer und Jungs dagegen, die wollen einfach nur, dass das Training hart ist und dann klatschen sie alle. Aber Frauen, die möchten dann schon immer neue Aufgaben bekommen. Und dieses ist ganz interessant in einer Formation. Man hat ja auch im Fußball oder vielleicht auch im Handball hat man ja auch eine Sechserkette oder hinten Fußball Dreier-Fünferkette und davor wieder eine Vierer-Fünferkette und so weiter. Und die müssen dann hier über die Hütchen springen, dabei klatschen und dabei irgendwie noch einen Tennisball halten und so weiter. Also verschiedene Sprung- und Klatschsituationen, die Spieler dann meistern müssen. Oder Balkorobics, wer kennt das? Keiner? Das gibt's nicht. Also das ist aber auch schon ein bisschen älter, Balkorobics. Das ist ein Aerobic mit dem Ball. Und zwar hat man dann irgendwie Elektromusik oder irgendwie sowas und man hat den Ball da liegen und in einer Formation und versucht dann Übungen am Ball, eine Choreografie einzustudieren mit dem Ball vorne. Das ist total interessant, was dann dabei rauskommt. Es ist anstrengend ohne Ende, weil man sich ja immer in der Formation bewegen muss. Auch ohne die Hütchen. Ich mache sowas auch mal über einen halben Platz, dass ich sage, wir laufen alle vorwärts, wir laufen alle seitwärts, rückwärts oder aber mit Ball und dann Balkorobics mäßig. Meistens wollen die Jungs nicht, dass das jemand anderes sieht. Wir haben die schon mal gesagt, mach die Musik nicht so laut, damit nicht andere Leute darauf aufmerksam werden. Das ist denen dann manchmal unangenehm, den jungen Leuten. Ja, dann kann man natürlich auch das sportartspezifische Brain Jogging oder auch tiefensensible Training mit einbauen, mit Koordinationstraining, Anschlussaktionen, auch mal mit Seilzug zu trainieren und natürlich immer auch mit Ball. Dann gibt es noch die nächste Inspiration, also das Neuroathletiktraining. Ich habe jetzt gerade vorgestern gelesen, dass die DFB-Akademie den Jan-Ingvar Kalsen-Bracker neu einstellt. Der hat im Sommer seine Karriere beendet und der wird der neue Leiter dieser Neuroathletik-Abteilung. Der baut die auf beim DFB. Populär ist das geworden 2010 durch Lars Lienhardt. Der ist 2014 mit der A-Nationalmannschaft nach Brasilien gefahren und hat die trainiert im Neuroathletikbereich, eben auch ein Teilbereich des sensomotorischen Trainings, weil
sich das Neuroathletiktraining mit dem Sinnesorgan Auge befasst, mit dem Gehirn und dem Nervensystem, aber wiederum ein Athletikbereich, der eben vornehmlich Anwendung im Leistungssport findet, weil man sich eben individuell mit den Sportlern befassen muss. Und da hat ja meistens im Breitensport oder im semiprofessionellen Bereich kaum jemand Zeit. Ja, analog kann für das sensomotorische, neuroathletische Training eben bunte Leibchen, bunte Hütchen, Hürden, Stangen benutzt werden. Also ich bin immer sehr kreativ, wenn ich aufbaue, dann stehen da ganz viele bunte Sachen, aber sie sind nicht durcheinander, sondern sie sind immer farblich getrennt. Und zum Beispiel hier Zahlenkarten vom Speed Club, die diese Karten im Sprinttraining benutzen. Und was alles so analog funktioniert, geht heute ja auch mit LEDs, Lichtertraining, hier im Handballbereich, die Lichter ausknipsen, dabei einen Ball fangen und vorher abspielen und oder noch aufs Tor spielen. Oder im Eishockey-Bereich eben auch die Lichter nacheinander ausspielen, dass man dann eben auch zielgerichtet ist bei dem, was man tut. Oder hier haben die Jungs so Westen um, hier rot, er ist blau und er ist blau. Und der Trainer kann dann Überzahlsituationen schaffen, indem er die App dann umstellt und den einen Spieler dann plötzlich in eine rote Mannschaft steckt. Und der Junge dann schnell reagieren muss, dass er jetzt plötzlich nicht mehr Angreifer, sondern Verteidiger ist. So, solche Dinge. Genau, und der VfL Wolfsburg hat in diesem Sommer eben auch damit gestartet, mehr Fokus darauf zu legen, auf dieses sensomotorische oder neuroathletische Training, indem man eben diese Übungsformen nimmt. Ja. Trainingsmaterial. Ich habe nun festgestellt, also man hat nicht immer einen Fitnessraum zur Verfügung im Breitensport und im semiprofessionellen Bereich. Und man hat eine Halle und einen Sportplatz, aber man sollte sich zumindest so eine Basis an Materialien anschaffen, die wichtig sind. Hier mit Gleichgewichtsübungen, Kräftigungsübungen und andere Utensilien, die man eben für so ein bisschen Koordinationstraining. Koordinationstraining ist ja auch nichts anderes als sensomotorisches Training im Grunde. Also man kann es ja überall einbauen. Und natürlich sportartspezifische Dinge, Tennisbälle, nicht sportartspezifisch, das sollte man schon immer auch dazu nehmen zum Training. Ja, was ist das Fazit dieser Präsentation? Einmal Sensomotorik und Stabi-Training wöchentlich ins Teamtraining einfließen zu lassen. Da appelliere ich an alle Trainer. Dann sage ich immer, beherrsche deinen Körper, dann kannst du auch den Ball und den Schläger beherrschen. Weil oftmals ist es so, bei den Kleinen zumindest, sage ich immer, Mensch, der Ball macht ja schon wieder mit dir, was er will. Dabei musst du doch machen, was du willst mit dem Ball, aber das kannst du natürlich auch erst, wenn du deinen Körper beherrschst. Wenn du weißt, du hast einen stabilen Stand, dann kannst du den Ball besser annehmen. Und dieses ist für mich eigentlich der Kernsatz. Gewohnheit ist der Feind der geistigen und körperlichen Kreativität und Vitalität. Ich bin so ein absoluter Verfechter von, wie sagt man denn, nicht der Nicht-Gewohnheit. Also wenn ich merke, dass irgendwas bei mir zur Gewohnheit wird, dann versuche ich tunlichst, das wieder zu ändern und eben aus meiner Gewohnheit herauszubrechen. Wenn ich merke, dass ich morgens aufstehe und schon wieder mit dem rechten Bein die Hose anziehe, Tiefensensibilität, ich merke das und ziehe dann die Hose nochmal mit dem linken Bein an. Also immer auch mal die Dinge wieder andersrum machen. Auch mal mit der linken Hand wieder was zu machen, wenn ich immer alles mit der rechten Hand mache. Also immer auch das Gleichgewicht herstellen zwischen beiden Körperhälften auch. Meistens ist ja doch die eine Seite stärker als die andere. Aber dann mal zusehen und versuchen, aus der Gewohnheit auszubrechen. Ja, dann
einen Hinweis zu meiner Homepage und dem YouTube-Kanal. Falls ihr Lust habt, euch da nochmal zu inspirieren, könnt ihr gerne mal raufklicken. Dann noch ein paar Literaturhinweise, Medien zu diesem Vortrag und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, gibt es noch Fragen? Möchte jemand noch eine Übung machen? War eindeutig anscheinend der Vortrag. Ich hoffe, alle haben was mitgenommen. Also ich denke, es war insofern auch sehr wichtig und gut, dass man also auch für sein Alltagsleben daraus Schlüsse ziehen kann und Dinge übernehmen kann. Ja? Und ich war ja selber auch Trainer und kenne auch viele Trainer, wie bedeutsam das ist, ist mir wieder bewusst geworden, und dass es viel zu wenig Raum findet. Und deshalb bin ich auch dankbar für die Aufforderung, das mehr zu integrieren im Training. Das war also ganz wichtige Botschaft. Und nicht nur bei Mannschaftssportarten, auch bei Individualsportarten wird in der Hinsicht viel zu wenig gemacht. Ja, zumal ich jetzt auch wieder über die DFB-Akademie, die hat jetzt auch wieder vor ein paar Tagen gepostet, dass es eine Studie gegeben hat in Nordengland, die untersucht haben, ab wann die Aktivität eingeschränkt wird. Wir haben jetzt vorher im Vortrag gehört, dass es mit 13 Jahren ist. Die haben eben rausgefunden, es ist schon mit 7 Jahren. Und das ist natürlich krass. Also wenn mit 7 Jahren schon die Beweglichkeit abnimmt, die Aktivität abnimmt, das ist einfach, das ist ganz furchtbar. Ich habe an einer Reha-Klinik hospitiert ein paar Tage und habe dort gesehen, wie vor allem auch Frauen, die nie Sport gemacht haben, wie das dann sein kann, wenn man ein neues Kniegelenk oder ein Hüftgelenk bekommt, man hat nie Sport gemacht, man hat keine Körperbeherrschung, man hat keine Körperhaltung einfach und man weiß nicht, mit seinem Körper umzugehen, und das ist schade. Und deswegen muss jeder da anpacken, jeder muss mitmachen und jeder muss was für sich selber tun. Wir werden nun mal alle älter und auch die Kinder werden älter. Und wenn wir das den Kindern jetzt nicht schon beibringen, wann sollen die das jemals lernen? Und wir als Trainer haben nun mal auch einen Bildungsauftrag und da muss man eben ran. Und das ist ganz schrecklich zu sehen, dass, oder ganz wunderbar zu sehen, in dem Fall, wo ich da war, in der Reha-Klinik, da war ein 80-jähriger Herr, der nach 3 Wochen dann eben da in die Reha-Klinik kam und seine Krücken beiseite gestellt hat bei den Übungen und dann schon ganz sicher und bewusst da über diese Trainingsfläche gegangen ist. Und dann waren da viel jüngere, 20, 30 Jahre jüngere Leute, die eben gar nicht mit sich umzugehen wussten. Die sollten Storchengang machen und die konnten nur das eine Bein anheben, weil sie zum anderen irgendwie kam der Draht da nicht an. Da fehlten die Synapsen. Und der Herr, ich habe ihn dann gefragt, warum er das jetzt so gut kann, wieso geht das so? Und er hat gesagt, gute Frau, ich habe 50 Jahre lang Zehnkampf gemacht. Und da habe ich nur gedacht, Wahnsinn. Also der hat ein wahnsinniges Körpergefühl und das ist halt die Message, die uns alle begleiten sollte, so lange wie möglich Sport zu treiben und auch sich mit dem eigenen Körper zu befassen. Also der letzte Satz, der ist, glaube ich, das Wichtigste dabei. Weil Sport kann man machen, aber der kann sehr eintönig, sehr monoton und nur organentwickelt orientiert sein und nicht auf diese Vielfalt der Körper fordern. Ja. Das kann ich sagen. Um auf den letzten Satz zurückzukommen. Ich habe eine Reportage gesehen über den Trainingsalltag von Roger Federer. Er fängt morgens, wir nehmen das natürlich auf Französisch, fast den Verein, der hat den Trainer, der den eine halbe Stunde nur mit solchen Überraschungen beschäftigt. Immer wieder was anderes. Also genauso. Neuroathletik. Also der fängt damit an, auf. Ja, im Leistungsbereich ist es natürlich ein bisschen einfacher. Ne? Da hat man einen Sportler oder vielleicht eine Minigruppe und man kann dann gezielt mit denen arbeiten und eben dieses, wie gesagt, dieses Gehirnjogging immer zu machen. Dann.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja,